Herzlich willkommen zu Forum TV, dem Wirtschaftsmagazin aus Ostbrandenburg. Die Wirtschaft in Rüdersdorf floriert. Zahlreiche Gewerbetreibende haben sich niedergelassen, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum globalen Wirtschaftsunternehmen. Nun wurde erstmals eine Gewerbemeile organisiert. Das hat das Gewerbegebiet Tarsdorf selten gesehen. Eine Operettensängerin, die sich über Halstabletten informiert. Einen Kettensägenkünstler, der aus Baumstämmen Skulpturen schnitzt. Die zahlreichen Besucher werden angelockt vom Sommerwetter, den über 40 ausstellenden Firmen und dem abwechslungsreichen Kulturprogramm mit der Monocle Kraft Blues Band und der Rüdersdorfer Karnevalsgesellschaft. Wir wollten einfach mal einen neuen Versuch unternehmen, wie wir hier unseren Standort vorstellen können. Rüdersdorf ist ein sehr traditionsreicher Standort und wir wollten einfach eine Chance nutzen, um mal zu zeigen, was hier eigentlich alles in Rüdersdorf so angeboten wird. Auch das alteingesessene Friseurteam Trend präsentiert sich. Friseurinnen modellieren Locken und wer will, kann sich vor Ort die Haare schneiden lassen. Darüber hinaus kommt die Suche nach Fachkräften nicht zu kurz. Also wir wollen den Leuten, den Eltern, den Kindern, aber auch allen anderen Besuchern einfach vermitteln, was wir hier für Betriebe haben. Und dann kommt man ganz automatisch ja zu diesem Thema ins Gespräch, wo dann doch jeder mal so ein bisschen nachdenkt und überlegt, Mensch, vielleicht ist für mich ja da doch was dabei. Eines der ausbildenden Unternehmen ist die global agierende RLC Packaging Group für Arzneimittel und Lebensmittelverpackungen. Also wir beschäftigen erstmal, möchte ich sagen, in dem Bereich 170 Mitarbeiter. Arbeiten in drei Schichten und haben insgesamt 34 Auszubildende. Wir bilden in 7 Ausbildungsberufen aus. Zur Gewerbemeile bietet das Unternehmen Interessierten Führungen durch die Produktion des Pharmazenters an. Die 21-jährige Cindy Block macht im Unternehmen eine Lehre zur Industriekauffrau. Also ich bin Auszubildende zur Industriekauffrau im ersten Lehrjahr und durchlaufe in der Zeit alle Abteilungen. Also zum Beispiel den Vertrieb, den Einkauf, Finanz- und Rechnungswesen, bin auch mal in der Produktion. Gleich mit 2 innovativen Sparten ist die Mainka GmbH vertreten. In der Abteilung Straßenbau und Unterhaltung stellt sie eine für Brandenburg einmalige Hilfe beim Baumfällen vor. Außerdem präsentiert sie Maschinen für den Brunnenbau und zur Gewinnung von Erdwärme. Mit dem Angebot der Geothermie hat Geschäftsführer Marcel Mainka die Zeichen der Zeit erkannt. Wir bohren deutschlandweit nach Geothermie, um Häuser zu beheizen oder auch, ich sag mal, Industriegebäude oder alles, was man eben beheizen kann. Und bohren Brunnen, um damit Wasser aus der Erde zu bekommen für Gartenberegnung oder eben Industrie oder alles, wo man eben Wasser braucht. Ein zum Basketballkorb umfunktionierter Betonmischer, eine blau-weiße Hüpfburg. Die Cemex Zement GmbH hat den potenziellen Nachwuchs im Blick, damit Rüdersdorf auch in Zukunft fest mit der Herstellung von Zement verbunden bleibt. Mehr Geld im Portemonnaie. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Einkommen der Brandenburger um 35% erhöht, wie die Statistiker jetzt ausgerechnet haben. Anderswo verdient man aber weiterhin spürbar mehr. Brandenburg kommt nur auf 87% des bundesdeutschen Durchschnitts. Die Freude am Gründen lässt nach. Im ersten Quartal wurden in Brandenburg 4.900 Gewerbeanmeldungen registriert. Das waren 5% weniger als im Jahr zuvor. Gleichzeitig stieg die Zahl der Abmeldungen um 2% auf 5.100. Besonders viele Unternehmen verschwanden im Handel. Der Wechsel von der Schule ins Arbeitsleben fällt nicht allen leicht. Deshalb ist es gut, wenn sich Unternehmen und Schulen schon vorher zusammentun. Andreas Irling hat gerne Hilfe an seiner Seite, denn es gibt immer viel zu tun. Der Frankfurter Unternehmer engagiert sich seit Jahren dafür, Schülerpraktikanten mit dem Arbeitsalltag in einer Gärtnerei und Baumschule vertraut zu machen. Da werden Pflanzen gewässert, sortiert und verpackt, Blüten und Blätter zurechtgezupft und farblich miteinander kombiniert. Das Schülerhilfsteam im eigenen T-Shirt greift den 10 festen Mitarbeitern unter die Arme. Geschäftsführer Andreas Irling eröffnet seinen Schützlingen damit nicht nur neue Perspektiven, sondern sichert damit auch die Zukunft seines Unternehmens, denn Azubis sind rar. Wir haben zum Beispiel jetzt auch Praktikanten ausgebildet,
der eine Lernschwäche hatte, haben ihn jetzt auch fest eingestellt, übernommen und sind eigentlich auch froh, dass er sich entwickelt hat. Die IHK Ostbrandenburg hat dieses Engagement von Unternehmen in einer Festveranstaltung gewürdigt und auch Andreas Irling ausgezeichnet. Die Hansa-Schule war natürlich die Schule, die uns nominiert hat. Und die Jury der IHK war dann so nett und hat uns dafür dann auch nominiert und die Auszeichnung übergeben. Die Hansa-Schule in Frankfurt-Oder ist womöglich kein klassisches Beispiel für eine berufsorientierte Einrichtung. Denn hier lernen mehr als 70 Kinder und Jugendliche, die besondere pädagogische Betreuung ihrer geistigen Entwicklung benötigen. Gerade in den letzten Jahren haben wir verstärkt diese Berufsvorbereitung in unseren Fokus gelegt. Wir arbeiten dann nach einem Werkstufenkonzept und bereiten explizit in den letzten zwei Schuljahren, das ist das 11. und 12. Schulbesuchsjahr bei uns, weil das die Berufsschulzeit ist, unsere zukünftigen Schulabgänger aufs Berufsleben vor. Dass Andreas Irling und die Hansa-Schule wohl alles richtig machen, wenn es um eine gelungene Berufsvorbereitung geht, wurde spätestens zur IHK-Preisverleihung deutlich. Für diejenigen, die noch nicht so recht wissen, wie sie mit dem Fachkräftemangel umgehen sollen, hat Landesbildungsminister Günther Baaske ein paar Tipps. Also man muss zunächst mal aktiv werden. Also in der Schule sitzen und warten, dass die Wirtschaft kommt, funktioniert nicht. Im Betrieb sitzen und warten, dass die Schule kommt, funktioniert nicht. Die müssen aufeinander zugehen. Das machen Schulleiter, das machen WAT-Lehrer, das machen andere Kollegen schon sehr gut. Wichtig ist natürlich, dass die Betriebe sich öffnen und sagen, wir wollen das. In der Regel sind es Ausbildungsbetriebe, die auch wirklich jemanden haben, der sich dann um die Schülerinnen und Schüler kümmern kann. Aber es gibt auch kleine Familienbetriebe, die ganz klar sagen, Menschenskinder, ich habe hier jemanden, der interessiert sich für mich, geht in die Schule, aber der könnte bei mir ein Praktikum machen. Spreche ich mal mit dem Schulleiter, ob der nicht zu mir kommen kann. Also man muss aufeinander zugehen und das funktioniert immer besser in Brandenburg. Das Fazit bleibt, gemeinsam geht's einfacher. Dann klappt's vielleicht auch mit dem Job mitten im Grünen. Polen bietet einen wachsenden Absatzmarkt für Produkte made in Germany. Deutsche Qualität wird geschätzt. Und dank der EU-Vorschriften steht der Binnenmarkt offen. Heute ist es einfacher denn je, die Seiten zu wechseln. 11 Jahre liegt der EU-Beitritt Polens zurück und längst beschränken sich die wirtschaftlichen Beziehungen nicht mehr nur auf den günstigen Einkauf von Lebensmitteln, Zigaretten oder Benzin im Nachbarland. Unternehmen aus Brandenburg haben Polen als Absatzmarkt für sich entdeckt. So auch die K&H Landmaschinenhandel GmbH. Nur einen Katzensprung von der Autobahn entfernt befindet sich ihr Betriebsgelände in Jakobsdorf. Seit 20 Jahren vertreibt das Unternehmen Landtechnik wie Erntemaschinen, Mähdrescher und Traktoren. Durch die EU-Erweiterung sind wir auf den Gedanken gekommen, nach Polen zu gehen. Und dann kam es noch dazu, dass die Firma Klaas, unser Hauptlieferant, eine Gesellschaft in Polen eröffnet hat und dort Gebiete vergeben hat. Und eins davon haben wir dann bekommen. Köppen und Helmich sind inzwischen ein halbes Jahrzehnt jenseits der Oder im Südwesten Polens in Legnica aktiv. Der Start war nicht einfach. Natürlich gab es da Bedenken, weil es ist eine andere Sprache, eine andere Mentalität. Trotzdem kennen wir uns ja in der Landtechnik aus und wissen ja eigentlich schon, was wir da machen und was wir vorhaben. Und die Landwirte, ob es in Deutschland oder in Polen ist, die wollen natürlich Geld verdienen und brauchen eine gute Technik, um auch vernünftige Bedingungen zu haben. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Polen überwiegend mittelständische Landwirtschaftsbetriebe, die vor allem an kleinerem Gerät interessiert sind. Dennoch werden mittlerweile 30% des Gesamtumsatzes dort eingefahren. Dadurch, dass Polen ja auch zur EU gehört, bekommen die auch Subventionen in der Landwirtschaft und dort ist die Kaufkraft dann auch gestiegen, ist aber noch lange nicht so wie hier in Deutschland. In Polen gibt es immer noch sehr viel alte Technik, die noch irgendwann mal erneuert werden muss. Während sich in Jakobsdorf 27 Mitarbeiter um den Verkauf und die Wartung kümmern, arbeiten in Legnica 20 Kollegen für das Unternehmen. Sehr, sehr viele Polen, gute Fachkräfte, die arbeiten im Ausland. Die sind da nicht mehr in Polen und deswegen muss man sich schon junge Leute dort aufbauen, die vernünftig schulen, ja, und damit das auch mal gute Mechaniker werden. Leider gibt es in Polen nicht dieses duale Ausbildungssystem, was wir in Deutschland haben, sprich Berufsschule und im Betrieb zu arbeiten. Das wäre natürlich auch noch eine gute Möglichkeit für Polen, um gutes Personal zu bekommen. Ausdauer und gute Beratung sind bei einem geschäftlichen Schritt ins Nachbarland unabdingbar. Doch es lohnt sich, die Seiten zu wechseln.
Bei uns ist jetzt Roy Heinlein zu Gast vom Buchhaltungs- und Steuerberatungsunternehmen Get6 AG aus Poznan. Guten Tag, Herr Heinlein. Guten Tag. Was schätzen denn die Polen an deutschen Produkten? Na, grundsätzlich natürlich die gute Qualität deutscher Erzeugnisse und natürlich auch die Zuverlässigkeit der Ausführung von Dienstleistungen. Welche deutschen Produkte sind denn besonders interessant für den polnischen Markt? Sehr geschätzt drüben auf dem polnischen Markt werden Backwaren und auch Wurstwarenerzeugnisse aus Deutschland, weil das ist für Polen sehr interessant und natürlich geschmacklich sehr begehrt. Steuerrechtlich ist es ja alles ein bisschen kompliziert. Welche Fallstricke gibt es denn? Was man beachten muss bei Geschäftsaktivitäten auf der polnischen Seite für deutsche Unternehmen, ist insbesondere die komplizierten umsatzsteuerlichen Regelungen. Es handelt sich immerhin um innergemeinschaftliche Lieferungen. Und in jedem Falle empfehle ich Ihnen hier, professionelle Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Lohnt denn der Aufwand überhaupt? Der Aufwand lohnt sich, insbesondere jetzt, weil es ja möglich ist, dass Sie Ihre umsatzsteuerlichen Erklärungen in Deutschland abgeben können. Das heißt also, Sie müssen sich nicht mehr mit polnischen Finanzbehörden auseinandersetzen, sondern Sie können alles über Deutschland abwickeln. Und gibt es denn viele Unternehmen, die sich jetzt dafür interessieren? Oh doch, es gibt insbesondere in den zurückliegenden Jahren sehr viele Mittelstandsunternehmen, die gezielt sich ausrichten auf den polnischen Markt und sehr interessiert an einer Entwicklung in Polen sind. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das waren die neuesten Wirtschaftsmeldungen aus Ostbrandenburg. Weitere Informationen zu aktuellen Themen finden Sie im Internet unter wirtschaftsmagazin-ostbrandenburg.de, auf motz.de und in der Märkischen Oder-Zeitung.